Und wenn wir Differenzen, also Unterschiede haben, die dann ins Gewicht fallen, dann müssen wir Transparenz bieten. Und dann sagen meine vielleicht, ja gut, aber Transparenz alleine reicht denn das? Vielleicht auch einmal nicht, das kann ich jetzt nicht abschließend diskutieren, aber allein schon Transparenz ist so enorm hilfreich. Also würde schon fast von einem Wunder der Transparenz sprechen, in Anführungszeichen. Und wir sehen das jetzt gerade an diesem Beispiel. Es ist etwas Verrücktes, Transparenz oder eben, dass dann eben geschummelt werden kann, dass dann die Willkür herrschen kann im Verdeckten oder man ist Transparenz. Das ist ein Riesenunterschied. Beispiel jetzt gerade hier. Also, das ist genau jetzt die Situation mit möglichen Indiskretionen. Wir stehen, das kann ich jetzt auf die Seite legen hier, das auch schon. Gut, nein, ich beginne jetzt schon einmal hier. Nein, beginnen wir doch mit den, habe ich es gerade gefunden, von den Indiskretionen und eben der Transparenz. Das braucht dann natürlich auch eine Festigkeit. Die Daten, Informationen, die müssen irgendwo fest gespeichert werden können und dort darf dann auch nicht manipuliert werden können. Respektive als Forscherinnen und Forscher, ich würde ja dieses Narrativ vorschlagen, um sich selber eben weiterentwickeln zu können, wie es die Wissenschaft ja muss. Das ist auch eine gute Folie für uns selber, dass wir da ja laufend auch dokumentieren und Informationen an sicheren Orten, dann an verschiedenen Orten, sicher vor Diebstahl und so aufbewahren, oder? Und so gibt es beim eben diesem Eintragungsprozess unserer Marke OpenAI Schweiz ist unsere Bezeichnung und dass wir da jetzt vielleicht müssen wir auch darum dann kämpfen, dass wenn jemand anderes die uns streitig machen würde, weil das eine wertvolle Marke ist. Beispiel Coca-Cola, da wird viel Aufwand getrieben. Es steht aber eben vielleicht eben auch Garantie dahinter von Werten bei uns, jetzt im Speziellen. Und wenn da jemand anders kommt und sagt, dass wir, und aber es ist ein völlig eine Fake-Geschichte dort, dann fallen viele Leute dort auf die Nase oder werden ausgebeutet. Und das ist eben genau, was wir bekämpfen wollen. Das ist das IGE, das ist das Institut für geistiges Eigentum, das zum Bundesamt für Justiz gehört. Und dort wird jetzt dieses Wunder von Transparenz geboten tatsächlich. Ich habe das erst heute Morgen gerade recherchiert. Das ist also die Gefahr. Oder wenn man da so mit einer Marke kommt, ist natürlich eben, dass jemand anderem die einem raubt. Und deshalb trägt man die in einem Register ein und das ist dann rechtlich geschützt, dass ich bin der Eigentümer dieser Marke, wenn das dann definitiv eingetragen ist. Das Gesuch habe ich schon vor ein paar Wochen eingereicht, aber das dauert. Und wenn natürlich da jetzt das eine wertvolle Marke zu werden erscheint, dann könnte natürlich eine Indiskretion, Bundesrat Alain Berset, könnte natürlich dann einen Riesenschaden anrichten, mir und all denjenigen, die auf diese Marke eigentlich vertrauen können sollten, oder? Oder dann wird die dann missbraucht. Und in dieser Phase, in dieser Gesuchsphase, könnte es natürlich sein, dass jemand, oder? Da ein korrupter Typ in der Verwaltung dort
das einem anderen zuspielt und sagt, du, mach doch du das. Und dann rauben wir dem anderen, rauben wir die Idee oder das Konzept, die Vorarbeiten auch, das läuft dann alles ins Leere. Und dann, gut, vielleicht könnte man dann auch einen anderen Namen noch nehmen oder so, aber es geht ja wirklich auch um die Repräsentanz jetzt von OpenAI in der Schweiz. Das ist auch unser Wille, das ist auch ein Machtbereich dann auch. Aber da ist natürlich das mit Verantwortung verbunden, wie es bei den Beamten ja auch wäre, oder? Und das muss einfach wirklich rechtlich verbindlich muss das funktionieren und das wird geboten durch Transparenz beim Bundesamt für geistiges Eigentum. Das heißt, ich zeige es Ihnen gerade, wie das funktioniert. Ich habe den Beweis, dass ich der Einzige bin, der diese Marke angemeldet hat. Und ich habe hier einen Vorlauf von ein paar Wochen. Also das wäre nicht vertretbar, wenn dann plötzlich doch ein anderer diese Marke zugesprochen erhalten würde. Das heißt, wir können bei Transparenz beim Bundesamt für geistiges Eigentum bei den Marken hier eingeben. Es ist eine Schweizer Marke und da kommen die verschiedenen Marken, die es da gibt. Es gibt auch mit Signeten, Bildmarken und so. Bei mir ist es jetzt nur eine Textmarke, Schweizer Marke. Und dann kann ich hier den Begriff eingeben, gebe ich hier Open AI ein und ich muss nicht einmal Schweiz eingeben. Sie sehen es dann hier, dann kommt hier meine Marke. OpenAI Schweiz und Gesuchsnummer und dann gibt es die NHTSA-Klassen, welche Klassen, die man schützen lässt. Das ist aktiv und das ist ein Gesuch. Schutztitelstadium aktiv. Und es gibt, man kann dann auch ein PDF ausdrucken noch und da hat man auch das Datum. Und da ist Rechtssicherheit durch diese Transparenz. Das finde ich wirklich etwas Schönes. Das gibt mir den Boden, jetzt bereits auch nach außen zu treten. Und da auch in der Öffentlichkeit eben auch wirken zu können. Die Vorbereitungen sind seit längerem so weit, dass wir das können. Und mal schauen. Ich habe gerade noch ein Anwendungsbeispiel auch und es geht natürlich eben um die Seriosität und die Verpflichtung, die man eben auch hat, wenn man eben, ja, ich habe genau deshalb auch diese besondere Kleidung angezogen, die ich sonst in der Bauökonomie getragen habe, wo man auch sehr, sehr seriös sein muss, die Interessen der Bauherrschaft vertreten muss, aber auch korrekt sein. Wir machen Verträge, wir müssen schauen, dass es wirklich korrekt abläuft. Und bei Beamten, man spricht heute leider fast nicht mehr von Beamten, das hat sich auch so aufgelöst. Früher war es, ich glaube in Österreich ist es immer noch so, ist man praktisch auf Lebenszeit Beamtin, weil man eben auch mit Dienstgeheimnissen betraut ist und Einsicht hat in vertrauliche Papiere von Personen, von anderen Menschen auch. Und dass einfach jetzt heute praktisch einer kommt und dann wird man Beamter und dann nach ein paar Jahren geht man wieder und so. Das ist schon recht, ist also nicht ohne, oder? Und das verflacht alles und die Gefahr natürlich von Missbrauch ist enorm, oder? Also, da geben wir Gegensteuer auch und